Er hat einfach gegen alle Widerstände, gegen alles, was normal zu dem Zeitpunkt war, hat er entschieden, ja, ich will mal machen. Und er fand diesen Rohstoff Stroh ganz spannend, ist ja nachwachsend, ökologisch, gibt's ja überall und dachte sich, okay, jetzt baue ich damit mal ein Haus, damit nehme ich ein Haus. Aber nicht nur einfach nur ein normales Haus oder zweistöckig oder so, nee, ich mache einfach fünfgeschossig. Aber fünfgeschossig gab es noch nirgends. Das ist jetzt steht ja dieses Strohballenhaus, von dem ich vorher erzählt habe, dass Sie sehen, das ist das erste fünfgeschossige Strohballenhaus in Europa. Und da gab es einige Widerstände, die der Thomas Isselhardt und sein Team überwinden mussten. Und das wird er Ihnen jetzt erzählen. Kommen erst nochmal von meiner Seite. Ja, wir haben heute hier Heimspiel. Auch für uns Premiere in einem Projekt, wo wir ein paar Jahre darauf hingearbeitet haben. Einfach mal machen, ja, habe ich mitgenommen. Wir haben letzten Endes 2005 damit begonnen, mit dem Projekt. Und wir haben es ein bisschen hochtrabend angekündigt, wenn ich mir das dann durchgelesen habe, was ich mal zugesagt habe. Die neuesten Techniken und Systeme für optimale Energieeffizienz. Das ist ja eine hohe Messlatte. Was haben Sie für Erwartungen, wenn wir über optimale Energieeffizienz sprechen? Haben wir ganz oft. Ja, gehen erstmal an die Techniken-Dinge. Batteriespeicher jetzt neu, Brennstoffzelle neu, die haben wir noch nicht. Aber Holzglasverbundfassade innovativ, Latentwärmespeicher, Eisspeicherheizung. Es kommen Leute zu uns wegen der Eisspeicherheizung. Ja, mehrgeschossiger Holzbau, innovativ. BHKW mit Stirlingmotor haben wir letzten Endes eingebaut. Demnächst kommt ein Windrad zur Stromerzeugung. Und ganz unten steht irgendwo die Strohballendämmung. Der steht jetzt erstmal so ganz unsortiert, so als Brainstorming, alphabetisch, um erstmal gar keine Wertung drin zu haben. Dann habe ich geguckt, was ist eigentlich innovativ? Neueste Techniken haben wir angekündigt. Mehrgeschossiger Holzbau. Habe ich mich aber geirrt. 12. Jahrhundert war ein Fehlgriff. Habe nochmal nachgelesen. Ich habe den Römern nicht so richtig, bin den Römern nicht so gerecht geworden. Also die haben 200 vor Christus mehrgeschossigen Holzbau gemacht. Heute wird man Hybridbau sagen. Hochinnovativ, also vor über 2000 Jahren. Die mussten dann irgendwann die Geschosshöhe begrenzen. Auf 20 Meter Geschosshöhe hat es irgendein Kaiser Augustus mal begrenzt, damit es nicht zu hoch und zu dicht und zu eng wird. Aber mehrgeschossiger Holzbau gibt es eigentlich schon lange. Batteriespeicher, dachte ich auch, ja, ist irgendwie innovativ. Batterien gibt es seit 1800. Jetzt haben wir eine Lithium-Ionen-Batterie bei uns in der Ausstellung. Die gibt es noch nicht so lange. Ist aber wahrscheinlich eine Sackgasse, zumindest für den Bau. Weil auch immer das Risiko ist, dass eine Technik vielleicht sich gar nicht durchsetzt, weil die Umweltfolgekosten letzten Endes gar nicht so abzuwägen waren. Wir gehen bei der nächsten Batterietechnologie wieder auf klassische Bleibatterien zurück. Aber alles eigentlich nichts Neues. Jetzt denkt man, Stirlingmotor, hochaktuell, als wir den eingebaut haben, 1816, die Erfindung. Die Brennstoffzelle, dachte ich, die muss doch wenigstens neu sein. Nein, 1839, erstes Patent. Die Strohballendämmung, gut, wir sagen ja immer, gibt es schon länger. 1870, noch gar nicht so lange, weil vorher gab es keine Strohballen. Ne, mit der Erfindung der Ballenpresse. Und das Mikrowindrad zur Stromerzeugung, dachte ich, das muss aber neu sein. 1890 gab es das schon auf dem Schiff, wirklich elektrisch zur Stromerzeugung. Aber am Markt kommt es jetzt gerade. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, wo man eigentlich denkt, das ist was Banales, für uns immer Standard, die gibt es aber erst seit 1970. Und was ein bisschen neuer ist, sind Latentwärmespeicher, 1938 das erste Patent, Eisspeicherheizung, die wir haben, 2010. Und wirklich innovativ ist eigentlich nur das, was hier aus der Region kommt oder mitentwickelt wurde, Holzglasverbundfassade. Das ist eigentlich wirklich ein Zukunftsthema, Holz und Glas zu kleben. Ich denke, dass Frerichsglas da auch noch ein bisschen was zu sagt, zu der Innovation. Die ist uns so zwischendurch noch reingerutscht ins Projekt. Zum Projekt an sich sage ich ja gleich noch ein bisschen mehr. Hat mir doch ein bisschen zu denken gegeben, die neuesten Techniken. Und dann gucken wir sehr techniklastig, weil de facto ist eigentlich das Thema, mit welchem Baustoff wir bauen, das Entscheidende. Die ganzen technischen Dinge, die wir dann da bauen und die so gehypt sind, die sind letzten Endes, ich sag mal, irgendwo zwischen nice to have und nettes Spielzeug. Wenn man ehrlich bilanziert. Die Basis legen wir mit der Gebäudehülle. Wo liegt also eigentlich wirklich die Innovation bei unserem Projekt? Wir hatten es vor Augen, fünf Geschosse. Wie bauen wir das?
2005 gab es die erste Idee, das Ökozentrum zu erweitern. Wie kam die Entscheidung, wie wir bauen? Naja, Strohballenbau, das hört sich ganz gut an. Das haben wir noch nicht gemacht, da haben wir Lust zu. Und dann haben wir natürlich erstmal was Kleines gebaut, einen ersten kleinen Probebau. Einiges schiefgegangen, aber die Motivation war klar, wenn wir hier mal was bauen, dann wollen wir es machen, was noch keiner gemacht hat. Das ist einfach ein innerer Antrieb, neue Dinge ausprobieren, aber nicht nur einfach um des Ausprobierens willen, sondern es muss auch irgendwo Sinn machen. Letzten Endes haben wir dann festgestellt, das Projekt wurde größer, 5 Geschosse. Ursprünglich hatten wir mit 3 Geschossen geplant. War aber ein bisschen langweilig. 3 Geschosse gab es ja schon. Dann hatten wir ein schönes Gespräch mit dem Bürgermeister, der kommt heute Abend auch zur Eröffnung der Schulungsstätte, der uns gesagt hat, naja, wenn das Konzept gut ist, kommt es auf 1 Million nicht an. Na, ne? Hat das ein bisschen im Kopf bewegt. Also müssen wir das Konzept gut machen. Gut machen heißt, statt 3 Geschosse, 5 Geschosse. Gebäudeklasse 4, die Messlatte mal selbst ein bisschen hochlegen, damit es auch spannend wird, es dann zu realisieren. Und dann mussten wir einen kleinen Zwischenschritt einfügen, nämlich dafür gab es dann doch noch ein bisschen Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Das haben wir dann mit 7 Partnern gemacht. Aus unserem Netzwerk nachhaltiges Bauen, Handwerksbetriebe, wir haben die Planung übernommen. Wir hatten 2 Hersteller auch dabei, Claytec, der eine Lehmbauplatte dafür ertüchtigen wollte und Grefix für einen Kalkputz. 1,5 Millionen Forschungsvolumen. Also wir haben die Spielwiese verlassen. Das geht natürlich nur, wenn man sich irgendeine Förderung organisiert. Denn wir haben keinen großen Akteur. Was sind die Akteure, die Strohballenbau machen? Letzten Endes sind das die. Da vorne sitzt also, das ist unsere fahrende Fabrik. Da vorne sitzt unser Baustoffhersteller. Das ist die Produktionsstraße und das ist das Hochregallager. Also da wird unser Baustoff hergestellt. Und das Schöne war, dass wir bei diesem Ausgangsprodukt letzten Endes auch bleiben konnten. Das ist unser Baustoff. Stroh vom Acker nebenan, einmal gepresst mit ganz klassischen Ballenpressen. Da gibt es verschiedene, die dafür taugen. Ich muss keine neue Maschine entwickeln. Und dieses Stroh kommt völlig unbehandelt in die Produktion. Also wird zertifiziert und zum Baustoff gemacht. Und letzten Endes, von Anfang an war dieses eine Hauptargument für uns schon wichtig, vor 12 Jahren. Wir haben viel mit nachwachsenden Rohstoffen gebaut, aber wir haben ja die Diskussion und hier in der Region wird es immer schlimmer, 30% der Flächen sind Maisanbau für die Biogasanlagen. Also wir haben letzten Endes eine Flächenkonkurrenz und wenn wir jetzt einen Baustoff nehmen, wo man extra was für anpflanzt, wo man Nahrungsmittelproduktion verdrängt, ist das nicht so zielführend. Also ein Baustoff als Ausgangsprodukt, das ganz einfach vom Acker kommt, als Nebenprodukt Getreideproduktion, nicht die Nahrungsmittelproduktion verdrängt. Und dann haben wir 3-fachen Klimaschutz. Wir haben Speicherung CO2, vom Holzbau kennen wir das, aber auch im Stroh steckt CO2. Wir haben ganz wenig Herstellungsenergie und dann mit der Konstruktion können wir Passivhaus plus Energiestandard bauen. Letzten Endes eben CO2-Vermeidung beim Gebäudebetrieb. Das ist das, der Inhalt, warum wir gesagt haben, das ist der richtige Ausgangsstoff für uns. Gutes Raumklima, klar, naturbelassen, auf Wunsch. Bioqualität wird bei so einem großen Gebäude schwierig, von der Logistik. Logistisch haben wir es noch nicht ganz im Griff. Da muss man noch ein bisschen mehr planen. Und die Rohstoffe sind fast unbegrenzt vorhanden. Also letzten Endes haben wir mal durchkalkuliert, was man aus der Landwirtschaft so rausnehmen kann. Der Fachverband Strohballenbau, der bei uns auch ansässig ist, bis zu 1 Million Einfamilienhäuser pro Jahr könnten wir mit Stroh dämmen. Jetzt haben wir, glaube ich, 400 Messlatte nach oben. Also wir haben noch Luft. Es ist Material da. In Kombination eben mit Holz. Primärenergiegehalt. Ein Thema, was viele so latent im Kopf haben, was aber letzten Endes die Zukunft ist, dass wir bei der Herstellung von Baustoffen möglichst wenig Energie verbrauchen sollten. Und da ist Stroh nach wie vor umschlagbar. Wir haben das einfach mal verglichen. Nur 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wandfläche, wenn wir jetzt sagen, U-Wert ist immer gleich. Und da gibt es andere, auch ökologische Produkte, die einfach viel mehr Herstellungsenergie verbrauchen. Wir vergleichen es mal mit dem Klassiker Polystyrol. 34,5 mal so viel Herstellungsenergie für den Dämmstoff bei gleichem U-Wert.
Und wenn wir die ganze Wand bilanzieren, das ist ja entscheidend, haben wir es mal verglichen, was wäre, wenn, so wie wir gebaut haben, 60 Kilowattstunden Herstellungsenergie in unserem Wandaufbau und klassisch wäre, ein Passivhaus zu bauen, Kalksandstein mit Wärmedämmverbundsystem. Und da liegen wir bei 400 Kilowattstunden. Also wir versenken, auch wenn wir Passivhäuser bauen, laufen wir Gefahr, viel Energie am ersten Tag in die Konstruktion versenkt zu haben. So, das sind alles Grafiken. Ich meine, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja? Weil dann kann man viel aus den Zahlen machen. Das Entscheidende ist die Zahl ganz unten. Wir stecken in diesem Haus, so wie es beheizt, mit einem Primärenergiefaktor von 0,6, so viel Energie hätten wir schon reingesteckt, wenn wir es klassisch gebaut hätten, also Kalksandstein mit Polystyroldämmung. Mit dieser Herstellungsenergie, die wir da sparen, weil wir es mit Stroh, Holz und Stroh gemacht haben, können wir das Gebäude 72 Jahre lang heizen. Nur um mal so ein bisschen eine Größenordnung zu nennen, dass das relevant ist, wie ich baue. Ja, und wir speichern, die Zahl habe ich jetzt nicht auf einer Folie, am ersten Tag, wir speichern etwa 2000 Tonnen CO2-Äquivalent durch Holz und Stroh. Stroh hat da auch einen wichtigen Anteil. Das entspricht, kompensiert ungefähr die Lebensfahrleistung aller 40 Leute, die in diesem Kompetenzzentrum arbeiten, die ein Leben lang mit ihrem Auto emittieren. So viel CO2 ist am ersten Tag in der Konstruktion eingespeichert. Auch irgendwie relevant, weil wenn wir nur über Kilowattstunden und über Zahlen reden, das fand ich naheliegend. Also Sie bauen heute Ihr Einfamilienhaus als Passivhaus, entweder konventionell, gut, dann haben Sie den gleichen Endenergieverbrauch am Ende, oder mit Holz und Stroh, dann kompensieren Sie Ihre Lebensfahrleistung mit Ihrem Mittelklasse-Pkw am ersten Tag. So viel CO2 sperren Sie da weg. Und das ist relevant. Nur noch nicht ganz für unseren Gesetzgeber, aber das kommt irgendwann. Die Wandaufbauten ergeben sich letzten Endes aus unserem Baustoff, aus dem Rohstoff, Strohballen, 36 cm oder 48 cm. Einer der Fehler und Angstzuschläge, die wir gemacht haben, wir haben uns im Wesentlichen auf den dicken 48er-Ballen konzentriert, war ein bisschen Materialverschwendung. Wir hätten es auch mit dem 36er-Ballen belassen können. Wir wollten aber ein Passivhaus, einen Plus-Energiestandard bauen und Wärmeleitfähigkeitsmesswerte waren noch nicht so sicher. Und da haben wir gesagt, wir gehen auf Nummer sicher, machen die Wände ein bisschen dicker. Innenbekleidung war in unserer Forschung und Entwicklung eine Lehmbauplatte. Die hat leider im letzten Schritt den Test nicht bestanden, weil der Test hängend war und das hat wahrscheinlich nicht geklappt. Und außen haben wir letzten Endes einen Kalkputz. Der ist für Gebäudeklasse 4 in unserer Gebäudekategorie etwas dicker geworden, 60 mm. Das ist noch nicht ganz smart und also nicht ganz einfach. Wir hätten es mit mehr Geld vielleicht noch ein bisschen runter optimieren können. Für Gebäude bis 3 Geschosse reichen 10 mm Putzbekleidung aus für F30, um F30 zu erreichen. Bei uns ist die Messlatte ein bisschen höher. Wir haben ein Probegebäude gebaut, klassisch Holzrahmenbau, eingeschossig bei Kars Holz und Bau, waren Forschungspartner, ein bisschen Vorfertigung, dann steht an so einem Tag, ich denke, alle, die Holzbau machen, kennen das, so ein Gebäude, unser Forschungsgebäude. Hatten wir allerdings ein paar schlaflose Nächte, denn da sieht man Stroh. Und in diesem Jahr, als wir gebaut haben, gab es auf dem Acker im Landkreis Verden immer mal wieder Brandstiftung, so Strohballen anstecken. Das ist durchaus nicht zu unterschätzen. Und da haben wir entschieden, nie mehr wieder so. Wenn wir schon vorfertigen, dann kommt das gleich mit der ersten Putzschicht. Und dann haben wir Ruhe mit dem Thema und das war auch eine gute und richtige Entscheidung. Wir haben eigentlich ein Thema, was ein bisschen unterschätzt wird. Strohballen, alle denken immer an Feuer, aber das kritische Thema, was wir zu bestehen hatten, war der Feuchteschutz. Es gab noch keinen WUFI-Datensatz, um überhaupt zu berechnen, wie geht das mit Stroh und Putz, vor allem im äußeren Übergang. Wir haben dann hier in unserem Forschungspavillon, so sieht er heute aus, verschiedene Putzmischungen getestet, für 10.000 Euro auch Messtechnik drin, die Messreihen laufen auch noch weiter und dann gab es noch Dinge im Labor. Und wir mussten dann einen Putz entwickeln, der den Brandschutz schafft, aber auch die Feuchteregulierung. Also komplett diffusionsoffen. Gleichzeitig muss er noch verarbeitbar sein und muss den Schlagregen gut abweisen und muss letzten Endes bauphysikalisch gut funktionieren.
Und das haben wir dann eben mit verschiedenen Putzmischungen über 3 Jahre herausgefunden. Was ist letzten Endes die richtige Kombination und wie funktioniert das auch dann in Zukunft, dass man das mit WUFI durchrechnen kann als feuchte Simulationsprogramm. Beim Brandschutz ist es so, alles bis 3 Geschosse ist harmlos. Ab dem 4. Geschoss, Gebäudeklasse 4, wird es ein bisschen komplizierter, weil dann müssen wir eigentlich nach deutschem Baurecht ursprünglich mal alles nicht brennbar machen. Dann gibt es irgendwann, gab es eine Musterholzbaurichtlinie und man darf jetzt auch mehrgeschossigen Holzbau machen. Dann muss ich aber dafür sorgen, dass in dieser Konstruktion nichts passiert, wenn es auf der einen Seite brennt. Da muss nämlich, und dafür steht K, Kapselung, K2, beide Seiten müssen 60 Minuten gekapselt sein. Ich habe nicht Feuerwiderstand, F60, also da wird, wenn es hier brennt, gemessen, kommt auf der anderen Seite nicht zu hohe Temperatur an und gibt es keinen Rauchüberschlag da in den benachbarten Brandabschnitt. Nein, ich muss gewährleisten, dass in dieser Trennschicht nichts passiert. Das Holz und das Stroh als Dämmstoff darf nicht zu heiß werden, dass nicht versteckt irgendwelche Rauchgase entstehen. Deswegen muss jede der Schichten 60 Minuten Feuerwiderstand haben und zwar so, dass, und das haben wir eben getestet, das Stroh sich nicht thermisch verfärbt. Die Grundlagenforschung war dann, ab wie viel Grad verfärbt sich Stroh, ab wann wirkt es, fängt es an, sich thermisch zu zersetzen. Das sind 200 Grad, bei Holz sind das 270 Grad, also wir müssen noch ein bisschen besser kapseln als im reinen Holzbau. Und dann haben wir eben solche Modelle gebaut, die gingen dann in den Brandschutztest, die sind schön verkabelt und da sieht man so den Feuerwiderhall hängend getestet, 60 mm Putz am Stroh, 1 Stunde. Und keine der Messsonden hat einen Ausschlag, der überhaupt an 200 Grad heranging. Dann war der Test bestanden. Also das kann einiges, das Material und das Stroh ist auch ein sehr guter Putzträger. Die Absurdität im deutschen Baurecht ist dann wiederum, also alles Hightech gerechnet, gemacht, gemessen, kontrolliert. Das war der maximale Probekörper, der überhaupt getestet wurde. Jetzt haben wir hier ein Gebäude mit einer sogenannten Zustimmung im Einzelfall, wo wir plötzlich den Putz 5 Geschosse hoch an die Wand gebracht haben. Es gibt überhaupt keinen Nachweis, dass das hält. Aber der Brandschutz hat funktioniert. Also wir haben dann probeweise eine 2,5-geschossige Wand gebaut hier in unserer Schulungshalle. Die kann man nachher vielleicht auch einmal angucken, direkt benachbart zum handwerklichen Schulungszentrum. Da muss man dann ein bisschen gucken, wie geht man damit um. In der Baugenehmigung steht jetzt eben drin als Auflage, dass der Bauherr die nächsten Jahre jedes Jahr ein Monitoring machen muss. Gibt es Risse? Passiert da was? Löst sich der Putz? Ist bisher nichts passiert. Wir haben fast keine Rissbildung bei 60 mm Putz. Und wir wissen, unsere Erkenntnis daraus ist, Stroh ist offensichtlich ein sehr, sehr guter Putzträger. Und das macht auch Sinn beim Strohballenbau, dass ich eine Doppelfunktion habe. Einen hochwertigen Dämmstoff, der gleichzeitig die Funktion hat, Putzträger. Ich spare mir die Putzträgerplatte. So sah das Element nach dem Test aus, also völlig unbeschädigt, kam das aus der Brandschutzkammer. Ja, 5-geschossig, dann dachten wir, jetzt haben wir alles, Forschung, Entwicklung, alles Paletti, war dann doch ein bisschen mehr Planungsaufwand. Wir haben wieder anfangen müssen, 3D zu planen, also wir haben bisher Holzbau dann gemacht ohne Raster. Wir waren endlich weg vom Raster, weil man kann die Zellulose ja einpusten, wie man will. Jetzt haben wir wieder einen Baustoff, der quasi uns ein Raster vorgibt. Also ganzes Gebäude dreidimensional durchplanen. Wieder auf Raster. Mein Strohballen gibt mein Raster vor, zurzeit noch. Ein bisschen mehr Planungsaufwand. Viele Details, nur als Grafik zu verstehen, die man vorher gedacht hat. Sockeldetail, Übergang an den Brüstungen. Einfach ein bisschen mehr Planungsaufwand. Und dann sind einem doch so ein paar ganz banale Dinge durchgerutscht, die man nicht bedacht hatte. Zum Beispiel kommt der Dachdecker und will sein Fallrohr festmachen. Ganz banal. Der Brandschutzgutachter hat aber gesagt, 3,9 mm Schraube darf durch den Putz. Mehr geht nicht, von innen und von außen, weil sonst zu viel Hitze da reinkommt. Und dann kommt der Dachdecker und sagt, aber wie soll ich ein Fallrohr festmachen? Geht nicht.
Und dann wird es in so einem Fall natürlich ein bisschen komplizierter. Dann hat man erstmal einen Sachverständigen, einen Prüfer, Prüfingenieur für den Brandschutz und dann noch, also letzten Endes der Sachverständige und nochmal der Landkreis, der da zustimmen muss. Im laufenden Ablauf muss man dann dahin rennen und sagen, könnt ihr mal ganz schnell, und Professor Dr. Hosser aus Braunschweig hatte ja nichts anderes zu tun, als darauf zu warten, dass wir jetzt im laufenden Bauablauf da kommen und anrufen, wir haben da ein Problem mit dem Fallrohr. Und dann der Brandschutzprüfer hatte auch nichts anderes zu tun, als darauf zu warten. Das sind so die kleinen Punkte, die einem natürlich dann einholen. Letzten Endes sind wir froh, dass wir alle Hürden gemeistert haben. Ach, beim Aufzug gab es auch noch so eine Geschichte, erzähle ich gleich noch, wenn wir zum Aufzug kommen. Ja, hohe Vorfertigung. Man sieht, die Kisten sind ein bisschen dicker hier. 48 cm Wandaufbau, U-Wert 0,1. Dann alles, wie gesagt, mit der vorgefertigten Element, mit dem ersten Putz schon drauf. War auch sehr gut. Das Gebäude hat ein bisschen komische Geometrie. Und dann der Gerüstbauer war schon der Erste, der dann kam. Was hat er gemacht? Er musste sein Gerüst anarbeiten. Also große Flex raus, einmal Flex. Und großer Funkenflug auf meine Fassade. Ja, zum Glück war da natürlich dann schon der Putz drauf. Also Strohballenbau im Gebäude dieser Größe, nur mit erster Brandschutzschicht. Ja, die Innovation ist auch aus dem Holzbau heraus, oder uns war wichtig, ein Gebäude zu haben, was möglichst eine gute Klimabilanz hat. Die Decken sind Massivholzdecken. Wir haben uns nach langer Diskussion gegen Brettsperrholz und für Brettstapeldecken entschieden. Wegen geringerem Leimanteil. Es ist so, dass diese Brettstapeldecken quasi ohne Leim auskommen. Wir haben es durchbilanziert. Von der CO2-Bilanz ist das egal. Ich habe Holz als CO2-Speicher. Aber in den Klebungen bei Brettsperrholz steckt fast so viel Herstellungsenergie wie im Beton. Sagt einem auch keiner, ne? Und da haben wir gesagt, nö, das wird bei uns jetzt eine Brettstapeldecke. Ja, dann hatten wir so einen schönen mehrgeschossigen Holzbau. Man sieht, da kommen immer so Stützen raus. Und in dem Sommer, als wir dann gebaut haben, hatten wir gleich mal in der Bauzeit, obwohl sie relativ schnell war, 10 Wochen für 5 Geschosse, geht ja Vorfertigung, 5, also schwere Gewitter, also 5-mal stark Regen. Beim ersten, in der ersten Etage hat uns die provisorische Bauabdichtung schon versagt, weil im Sturm ist die Folie zerflattert und ist schon aufgerissen. Und dann hatten wir eigentlich eine ganz gute Firma, aber die haben nur gearbeitet von Montag bis Donnerstag, immer ein paar Stunden mehr, weil auf Montage. Ja, Donnerstag zum Feierabend war das Gewitter. Und dann rufen wir da an, hier, ihr müsst kommen, da läuft das Wasser unter die Folie. Nö, unsere Leute kommen am Montag wieder. Wenn die am Montag wieder kommen, ist mein Haus baufällig. Denn wenn die Decke sich voll Wasser saugt, dann habe ich ein Problem. Also wir haben auch durchaus technisch ein paar Herausforderungen. Wir haben uns dann entschieden, FPO-Bahn, das, was wir auf dem Dach machen, haben wir auf jedes Geschoss gepackt. Und da war Ruhe im Karton. Dann darf es hier auch mal einen Wasserschaden geben in der Fußbodenheizung, da passiert dann nichts mehr. So, wir haben auch innovativen Holzbau, habe ich gesagt. Das hier ist unser Aufzugsschacht und das ist unser Treppenturm. In 2 Tagen stand der. Es gibt nicht so viele Gebäude, Gebäudeklasse 4, die dann wirklich auch den Aufzugsschacht und den Treppenturm haben. Die Treppenläufe an sich sind dann aus Beton. Da war dann keine Diskussion mehr mit dem Brandschützer. Was wir gelernt haben, wenn man so ein Gebäude erstellt, ist so ein bisschen wie auf dem Bazar. Man macht so ein Brandschutzkonzept und je nachdem, wie gut der geschlafen hat, der Brandschutzsachverständige, kann man das eine durchbekommen und das andere nicht. Und dann hatten wir schon das Ganze aus Stroh, massive Decken und letzten Endes dann den Aufzugsschacht auf Holzbasis. Wir hätten gerne noch einzelne Deckenflächen sichtbar gelassen. In Hamburg gibt es Projekte, wo das geht. Da hat aber der Brandschutz-Sachverständige gesagt, nö, jetzt ist Schluss, will ich nicht mehr. Ich hätte auch gerne die Stützen im Keller aus Holz gemacht, was ja geht, aber im deutschen Baurecht steht, Keller ist Massivbau, also da gibt es nichts Brennbares. Auch selbst für Innenstützen, wo das eigentlich irrelevant wäre. Und die Kellerdecke hätte ich auch gerne als Holzbalkendecke ausgeführt. Da war dann Ende der Fahnenstange. Technisch wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber im deutschen Baurecht steht ein Keller, Gebäudeklasse 4 ist definitiv massiv auszuführen, nicht brennbar. Ja, ach, hier noch eine kleine Geschichte zu dem Aufzugsschacht.
Dann kommt natürlich dann im laufenden Bauablauf erstmal der Aufzugsbauer und fragt, ja, ich habe hier den Fahrstuhl, wir haben ja geplant, ausgeschrieben. Dann kommt er und sagt, gut, was habt ihr denn? Habt ihr Mauerwerk oder Beton? Ich muss ja wissen, welche Schrauben ich jetzt da nehme, um die Schiene festzuschrauben. Ja, wir haben Holz. Wie Holz? Ja, Holz gibt's nicht. Ja, gut, okay, ja, dann ich habe die und die Schrauben, ja, ist ja kein Problem. Also, Gebäudeklasse 4, erstmal den Statiker anrufen. Lieber Statiker, geht das mit dieser Schraube? Rechne mal schnell. Gut, der nächste ist dann der Prüfstatiker, der dann auch nochmal ganz schnell, weil er ja nichts anderes zu tun hat als bei uns, dem Monteur mal schnell zu sagen, ja, passt. Ja, sind die Schrauben natürlich dicker als 3,9 mm. Die Geschichte kennen wir schon. Also der Brandschutzsachverständige muss sagen, dass das irgendwie zu lösen ist, weil diese Schraube durchdringt meine Brandschutzbekleidung im Aufzugsschacht. Und der Brandschutzprüfer muss auch noch zustimmen. Das sind dann so die kleinen Probleme, die man im laufenden Bauablauf hat. Beim nächsten Aufzug aus Holz in Gebäude Klasse 4 ist leichter. Ja, wo liegt die Innovation? Eben aus unserer Sicht vor allem Gebäude als CO2-Speicher zu denken, zu sagen, wenn ich baue, dann richtig, dann aus Holz, Massivholzteile dabei und im Optimalfall eben eine Dämmung, die auch mitwirkt, CO2 speichert und fast keine Herstellungsenergie hat. Eben unser Holzbau, wenig Herstellungsenergie, die Strohballendämmung, fast keine Herstellungsenergie. Und dann kam im laufenden Bauablauf, hatten wir schon eine klassische Pfostenriegel, Fassade ausgeschrieben, Firma Frerichsglas auf uns zu. Es gäbe was Neues, eine Holzglas-Verbundfassade ohne Metallklemmprofile. Innovation ist, dass ein Birkensperrholz direkt an, hier ist es ein Fensterelement, aber sonst direkt ans Glas geklebt ist, spart Herstellungsenergie, ist schick, innovativ. Also haben wir mitten im Bauablauf, Ausschreibung war schon gelaufen, das Produkt gewechselt. Insofern ging es ganz gut, weil wir hatten schon einen Tischler, der war bereit, sich darauf einzulassen. Firma Frerichsglas hat gesagt, wir machen es einfach zum gleichen Preis. Und wir als Architekten mussten nur noch unterschreiben, ist gleichwertig. Wir mussten dieses innovative System nicht noch in eine Ausschreibung geben, europaweit, sondern wir konnten einfach sagen, es ist gleichwertig mit einer klassischen Pfostenriegelfassade. Und dann haben wir eben hier noch eine Fassade, die gibt es nicht in Frankfurt, in Hamburg oder Berlin, aber in Verden. Und da sind wir auch stolz drauf, dass das geklappt hat. Die kleine baurechtliche Kröte war natürlich, damals gab es noch keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für das Produkt. Also im laufenden Bauablauf, einmal zur oberen Bauaufsicht, hallo, hallo, neben dem Strohballenantrag haben wir jetzt noch eine zweite Zustimmung im Einzelfall. Bitte einmal noch das bearbeiten. Hat uns ein bisschen Zeit gekostet, aber am Ende war es das wert. Und wir sind ganz glücklich und zufrieden, dass wir insgesamt so eine schicke Fassade dann hier auch realisieren konnten. Das gibt es dann alles im Detail für die, die morgen die Führung mitmachen, in der Ausstellung zu sehen, auch zum Anfassen. Können wir das nochmal ein bisschen besser erklären. Da habe ich auch noch einen kleinen Film, wie das Ganze da erstellt wird. Was wir noch umgesetzt haben im Bereich Gebäudetechnik, klar, wir haben Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, das ist Standard. Ich weiß nicht, ob es wirklich bei allen Standard ist, bei uns ist es Standard, es sollte und müsste Standard sein. Gibt es irgendwer, der Neubau ohne Lüftungsanlagen plant, baut, hier noch? Gut, traut sich nur niemand zu sagen. Und wenn wir Altbau auf Neubauniveau sanieren, ist das auch mit Lüftungsanlage, ist ja das Gleiche. Gibt es irgendwer, der noch Altbauten ohne Lüftungsanlagen baut? Ja, das müssen eigentlich alle Hände hochgehen. Geht ja gar nicht anders. Ich sage meinen Kunden immer so, zum Thema Lüftung ist ja das Heikelste. Ne? Also ich habe da Luft aus der Konserve. Also das ist wirklich ein emotional heißes Thema. Schön, dass wir es im Bürogebäude haben, weil ich meinen Kunden dann immer sagen kann, beim dritten Gespräch, ist Ihnen irgendwas unangenehm aufgefallen mit der Luft, wo wir jetzt da immer gesessen haben? Nee, ist doch alles gut hier. Ja gut, das ist die Lüftungsanlage. Die haben Sie jetzt schon erlebt und das funktioniert auch. Ja, das interessiert aber ansonsten nicht so wirklich, weil es ja nicht so innovativ ist. Was interessiert, da kommen extra Leute her. Wir haben eine Wärmepumpe und eine Eisspeicherheizung. Habe ich gleich noch ein Bild zu. Und dann haben wir natürlich auch eine Photovoltaik irgendwann draufgebaut, weil es für einen Plus-Energiestandard geht das nur, wenn man Strom erzeugt. Wir haben auch einen Batteriespeicher. Wir haben
eher aus Ausstellungsgründen dann noch ein Mikro-BHKW mit Stirling-Motor am Laufen und wollen demnächst ein Windrad noch aufs Dach bringen, Eigenstromerzeugung. Das ist im Übrigen so eine Technik der Zukunft, ist klar, auch für den Wohnungsbau, Effizienzhaus 40 plus, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, irgendeine Wärmepumpe, ob das dann Tiefenbohrung ist oder Eisspeicherheizung und vielleicht noch ein Windrad dazu, Batteriespeicher. Dann können wir letzten Endes mehr Energie am Gebäude erzeugen und es auch selbst nutzen. Der Eisspeicher, dafür haben wir uns auch aus ganz banalen Gründen entschieden. Wir wollten ursprünglich, war alles schon geplant, einen Solarspeicher bauen, 50 Kubikmeter, 60 Kubikmeter, so ein Riesenschiff. Das gibt es auch schon an anderer Stelle. Und dann hatten wir einen guten Fachplaner bei uns im Netzwerk, der hat uns gesagt, der ist ja groß und die Abwärme und dies und das. Und übrigens, es gibt da was Neues. Na, okay, Eisspeicherheizung. Und da waren wir ganz hellhörig, die Wärmepumpe zu kombinieren mit letzten Endes, das sind zwei solche Betonkübel, ja, wie sehen aus wie Regenwasserzisternen, sind aber geschlossene Systeme und da ist so ein PE-Schlauchsystem drin. Da ist Wasser drin und die Wärmepumpe zieht sich da die Energie raus. Und was passiert mit Wasser, wenn man es abkühlt? Ja, irgendwann wird Eis draus. Deswegen heißt der landläufig Eisspeicher. De facto nutzen wir die Latentwärme, die Wärme, die im Wasser drinsteckt beim Aggregatzustandswechsel. Und bei 0 Grad Wasser zu 0 Grad Eis steckt so viel Wärme drin gespeichert wie zwischen 0 und 80 Grad. Das heißt, ich nutze die Wärme für meine Wärmepumpe aus im relativ kleinen Speichervolumen. Die Intelligenz steckt letzten Endes nur darin, dass die Rohre so geführt sind, dass der nicht von außen nach innen zufriert, so wie die Wasserflasche, die ich im Winter draußen vergessen habe oder in den Kühlschrank lege und dann platzt die. Der platzt nie, weil es friert von innen nach außen, von unten nach oben. Und das Wasser, das freie Wasser wird einfach verdrängt, deswegen kann der keinen Frostschaden nehmen. Der Vorteil war für uns auch, wir haben Trinkwasserschutzgebiet, eine Tiefenbohrung wäre für eine Wärmepumpe sowieso nur schwer in Frage gekommen. Und das ist ein geschlossenes System, haben wir mit der Genehmigung überhaupt keine Probleme. Ja. Und alles andere im Detail gibt es dann in unseren Ausstellungsräumen. Da haben wir die ganze Technik zum Anfassen. Letzten Endes ist das unser Auftrag hier. Wir haben für das Gesamtprojekt, das hatte ich noch nicht erwähnt, 5 Millionen Förderung generiert. War die größte Förderung im Landkreis Verden aus EU-Strukturmitteln. Nicht, weil wir mit Stroh bauen, sondern weil wir uns zusammengetan haben mit regionalen Handwerkern, ein Netzwerk aufgebaut haben und den Auftrag haben, hier Wertschöpfung in die Region zu bringen. Zum Netzwerk sage ich dann heute Nachmittag noch ein bisschen was und alle, die interessiert sind, können dann morgen mit mir um 8 Uhr oder um 16.15 Uhr einmal durch die Ausstellung gehen. Ja, das war's von meiner Seite.